Hallo zusammen, ich wollte euch heute einfach mal ein bisschen was erzählen. Und zwar habe ich mich am Samstag mit der lieben Betty vom Kanal Fab40Style getroffen. Unser erstes Treffen, es war wie so ein erstes Date und dann auch noch ein Blind Date. Mehr oder weniger Blind Date, weil man kannte sich zwar so, ich meine, ich kenne sie auch nur über YouTube, über ihre Videos. Und es ist dann schon was anderes, die Menschen irgendwie im Original zu treffen. Und wir hatten uns verabredet im Elbe Einkaufszentrum in Hamburg ist das. Und ich hatte dann da auf sie gewartet. Wir wollten uns vor dem Kiko treffen. Und dadurch, dass der Elbtunnel verstopft war, hatte sie sich dann ein bisschen verspätet. Und ich wusste nicht genau, wann sie kommt und stand dann da und habe zugeguckt. Ich kann mich ja stundenlang damit beschäftigen, Leute anzugucken oder denen zuzugucken. Und dann waren da auch noch ein paar Männer, die haben Judo-Tricks vorgeführt, war dann auch ganz interessant. Also die Zeit verging wie im Flug und einmal kam eine Dame auf mich zu mit so, auch so mit dunklen Haaren, auch so eine ganz schlanke, so wie Betty ja auch ist. Und sie kam so direkt von Kiko aus auf mich zu. Ich stand so ein bisschen von Kiko entfernt. Und sie kam wirklich direkt auf mich zu und fing dann an zu lächeln, als ich sie ansah. Und ich habe nur gedacht, mein erster Gedanke war, oh Betty. Und dann habe ich gedacht, sieht irgendwie ganz anders aus, das Gesicht. Aber so dann diese dunklen Haare, da habe ich gedacht, okay, vielleicht fälscht das über die Kamera. Und ich wollte gerade so, ah, hallo sagen. Und in dem Moment ging sie dann an mir vorbei und ich habe nur gedacht, oh mein Gott. Wenn du jetzt was gesagt hättest, sie hätte dich ja für total bekloppt gehalten. Also sie war es offensichtlich nicht. Und dann hatte ich diesen Judo-Männern da, oder ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Es war auch ein bisschen, weiß ich nicht, also ich kam mir so ein bisschen komisch dabei vor. Ich meine, so die Tricks, die sie drauf hatten, waren echt gut, aber teilweise waren sie da wie so zwei Affen ineinander verklammert und haben sich nicht wieder losgelassen und das kam mir dann schon so ein bisschen komisch vor. Also mein Sport wäre das nicht. Und auf jeden Fall guckte ich dann irgendwann wieder rüber zu Kiko und da stand sie dann und kam gerade auf mich zu. Das war so der erste Moment und sie sieht genauso aus, wie sie in der Kamera auch rüberkommt, total sympathisch. Und ja, dann haben wir uns halt begrüßt, dann sind wir erstmal losgegangen im Elbe, haben uns da hingesetzt, haben sie ein Eiskaffee, glaube ich. Ich eine Eisschokolade, weil ich ja keinen Kaffee mag, getrunken. Und das war übrigens sehr lecker, mit Eis schön drin. Und es war von der Temperatur her war es ganz angenehm. Aber ich meine, wir waren ja nur drin. Und haben uns dann praktisch erstmal so ein bisschen kennengelernt, haben ein bisschen gequatscht. Und ich hab meine Kamera mitgehabt. Also jetzt nicht diese hier, mit der ich filme, aber mein Fotoapparat, mit der kann ich natürlich auch ein bisschen aufnehmen. Aber irgendwie dadurch, dass es das erste Kennenlernen war und wir auch nicht geplant hatten, irgendwie was zu filmen, ist meine Ausbeute doch sehr reduziert ausgefallen. Es sind nachher, ich glaube, 40, 45 Sekunden geworden. Die spiele ich euch nachher gleich mal ein. Sie hat ein paar Fotos gemacht und ich glaube, sie hat auch einmal, als wir beim Chinesen waren, hatte sie nochmal gefilmt im Anschluss dann. Und ich verlinke euch ihr Video einmal da und einmal natürlich unten in der Infobox, weil sie eben auch noch mal ein Video macht mit ihren kleinen Schnipseleien, die sie da gefilmt hat. Und wir haben uns gegenseitig, ohne das eben zu wissen, jeder so einen kleinen Goodie-Bag mitgebracht. Und das möchte ich euch natürlich auch zeigen, was sie mir mitgebracht hat. Und was ich ihr mitgebracht habe, seht ihr dann in ihrem Video. Und zwar einmal von Astor eine Skin Match Care BB Cream. Was sagtest du noch? Da kommst du nicht so gut mit zurecht. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. In Nude ist auf jeden Fall eine helle Farbe. Das ist schon mal gut. Weil ich bin ja nun auch nicht gerade dunkel. Also es ist auf jeden Fall sehr hell und sie riecht ganz angenehm. Riecht ein bisschen wie Sonnencreme. Muss ich einfach mal ausprobieren. Also einmal die. Dann hat sie mir ein Mandelriegel mitgebracht von Alnatura. Was Süßes. Dann hat sie mir mitgebracht ein
was ist das, ein 5-Euro-Gutschein, ne? Ein 5-Euro-Gutschein für meine nächste Douglas-Bestellung. Ach, du bist ja süß. Das sehe ich jetzt erst. Wie lange hast du den da rumliegen gehabt? Einmalig einlösbar bis zum 31.01.2014. Na, du bist mir ja eine. Also, mit dem Gutscheincode kann ich nicht mehr viel anfangen und ihr leider auch nicht. Ist aber nicht schlimm, davon mal abgesehen. Ich bestelle sehr selten online bei Douglas und wenn, gibt es diese Gutscheine, die kriegt man natürlich immer und überall. Aber bis 31. Januar, liebe Betty, das war ja wohl Satz mit X, ne? Das sehe ich jetzt erst. Das habe ich natürlich gar nicht drauf geachtet. Geil. Dann hat sie mir mitgebracht von Bijou Brigitte, hatte sie sich so goldene Kreolen gekauft und ihr könnt schon erkennen, oder auch nicht, dass hier noch ein paar größere hängen und die hat sie sich genommen und hat mir die zwei kleineren mitgebracht. Das finde ich auch sehr süß. Die größeren könnten mir schon einen Tick zu groß sein, denke ich mal. Aber so goldene Kreolen ist ja sowieso meins, auch wenn ich viel anderes kaufe. Aber im Grunde ist mein Liebling sind goldene Kreolen, wobei ich ja meine eine verloren habe. Aber die Story kennen ja viele von euch. Und die sehen sehr süß aus. Die gefallen mir richtig gut. Dann hat sie auch noch an Hannah gedacht. Da hatte sie so ein Zweier-Set Haarbänder mitgebracht. Und das war irgendwie so rumgetüdelt. Und deswegen dachte sie, das wäre viel zu klein für sich. Und wie gesagt, das war ein Zweier-Set. Und hat gedacht, das kriegt Hannah dann. Und dann haben wir aber, nachdem wir es dann irgendwie ausgepackt haben, festgestellt, dass das doch ein recht großes Band ist, auch mit Gummizug. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns das doch teilen. Dann nimmst du eins wieder mit und das mit den Röschen habe ich dann für Hannah behalten. Allerdings ist es noch ein bisschen zu groß wieder für sie. Aber ich meine, da wächst ihr Kopf schon rein. Eines Tages kann sie sich das um den Kopf binden. Meinetwegen auch im Bauch. Und als letztes von Catrice eine Ultimate Lash Multimizer Volume Mascara in Black. Mascaras kann man ja auch nie zu wenig haben. Mit einem sehr dicken Bürstchen. Also dicke Bürstchen mache ich ja von Haus aus nicht so gerne. Aber ich mag, dass es ein Gummibürstchen ist. Und ich das ist auch eine von den Mascaras, die ich noch nicht habe. Also ich habe jetzt nicht so viele, aber schon einige. Und die habe ich noch nicht. Und für unten kann ich dann ja eine andere benutzen. Aber für oben versuche ich die definitiv mal. So, das war das. Wie ging es dann weiter? Das haben wir dann ausgepackt. Und nachdem wir dann unseren Eiskaffee, Eiskakao da ausgetrunken hatten, sind wir dann nochmal durch das gesamte Einkaufszentrum geschlendert, waren dann natürlich auch bei Kiko und ich denke mal, was sie gekauft hat, wird sie euch auch in ihrem Video zeigen. Bei mir ist das doch sehr gering ausgefallen. Ich habe mir zwei Nagellacke mitgenommen für jeweils 1,90 Euro und zwar diese beiden, die sehen so schön aus, so ein ganz toller dunkler Bärenton und so ein ganz dunkles Türkis, also richtig schöne Farben. Die habe ich auch drauf. Gefallen mir auch richtig, richtig gut. Dieses Türkis ist die 5,28 und dieser ganz dunkle Bärenton die 4,96 und die waren halt im Angebot für 1,90 Euro. Ich glaube statt, weiß ich nicht mehr. Rechnet mal 30% drauf, weil ich glaube, da stand minus 30%. Also 1,90 plus 30%, da müsst ihr selber rechnen. Das ist nicht meins. Also, das ist tatsächlich alles, was ich von diesem Shopping-Treffen-Bummel-Erst-State mitgenommen habe. Nachdem wir dann durch das Elbe durch waren, hatte sie sich noch was gekauft. Sie hatte sich bei Douglas was gekauft. Achso, sie hatte für Hannah noch einen Flummi mitgebracht. Genau, beziehungsweise nicht mitgebracht, den hatte sie dann unterwegs noch gekauft in einem Laden. Das war so ein kleiner Flummi aus verschiedenen Bändern. Der ist allerdings gerade bei Hannah oben im Zimmer. Deswegen kann ich euch den nicht zeigen. Aber das ist halt ein Flummi, aber aus verschiedenen Bändern irgendwie. Und der hüpft nicht immer gerade unbedingt nach oben, sondern manchmal auch rechts, links und ungefähr so groß.
Und den findet sie ganz lustig, speziell wenn ich den irgendwie aufbouncen lasse und dann so wieder einfangen. Das findet sie echt gut. Und was haben wir dann gemacht? Dann wollten wir erst an die Elbe fahren. Es zog sich dann aber so ein bisschen zu, da wusste man jetzt nicht, das war den ganzen Tag eigentlich so, dass es sich, dass Wolken kamen, dann kam wieder Sonne, dann kam wieder Wolken, dann kam wieder Sonne und dann haben wir gedacht, beziehungsweise sie hat dann gesagt, okay, dann lass uns nach Altona fahren und sie ist so ein ganz gefuchster Hamburg-Kenner, also sie scheint, also es kommt mir so vor, dass sie wirklich die kleinsten Straßen in Hamburg kennt. Zumindest da in der Gegend, wo wir jetzt waren. Und ich wohne zwar eine halbe Stunde von Hamburg entfernt, bin aber total die Hamburg-Niete. Ich kenne eigentlich nur den Hafen. Ich kenne, ich sag mal, den Hauptbahnhof, so wie ich da hinkomme. Ich kenne die Innenstadt. Und das war's dann eigentlich schon. Ich bin sonst echt, kenne ich mich in Hamburg nicht besonders gut aus. Und sie ist dann praktisch vorgefahren und ich bin hinterhergefahren. Dann haben wir dann einen Parkplatz für mein Auto gesucht, weil es ja nun nicht im Parkhaus stehen bleiben sollte. Und dann habe ich dann da eben irgendwo in Altona geparkt und ich wäre alleine, glaube ich, nicht wieder nach Hause gekommen. Also sie musste mich dann abends echt, natürlich bis zum Auto und dann bin ich hinter ihr her bis zur Autobahn. Und ab da kam ich dann Gott sei Dank auch wieder heil zu Hause an. Und auf jeden Fall sind wir dann direkt, glaube ich, in die Altona Innenstadt. Ich glaube schon. Und da war es dann, glaube ich, schon zwischen 6 und halb 7. Da habe ich dann auf Instagram auch ein Foto gepostet von unserem Essen. Da waren wir nämlich bei Bock. B-O-K, das scheint in Hamburg irgendwie so eine Kette zu sein mit chinesischem Essen und mehr oder weniger Selbstbedienung. Und ich hatte dann Nudeln mit Sojasauce und Gemüse und sie hatte irgendwie so ein Tagesgericht, was aber sehr gut aussah, muss ich sagen. Meins war ein bisschen scharf, aber ansonsten war es auch ganz lecker. Und preislich war das auch völlig okay. Ich glaube, meins hat, was hat das gekostet? 5,90 Euro und für so eine wirklich große Portion kann man da echt nicht meckern. Aber dadurch, dass es eben Selbstbedienung ist, sind halt die Preise dann auch angepasst. Und dann haben wir noch eine ganze Weile da gesessen und gesappelt. Dann wollten wir irgendwann nochmal so ein, ich nenne das jetzt mal einen Absacker. Also nochmal, sie nochmal so ein Cappuccino trinken und ich eine Kleinigkeit. Und wollten irgendwie auf so ein, keine Ahnung, das müsst ihr euch von Betty erzählen lassen, auf so einen Platz gehen. Das Problem war bloß, dass überall Public Viewing war. Also überall saßen wirklich die Straßen, auch auf diesem Marktplatz. Überall saßen die Straßen, habe ich das gerade gesagt? Überall saßen die Menschen auf den Straßen und überall standen Flatscreens draußen und überall war wirklich Fußball. Und wie gesagt, eben auf diesem Marktplatz auch. Und dann sind wir in ein Café, das war so in der Nähe dann gegangen und da war es, glaube ich, schon, es war echt abends. Ja, abends, weil ich war, wann war ich zu Hause? Um 11:30, glaube ich. Ich glaube, um 11 saß ich im Auto bummelig und irgendwie 11:30, so irgendwie so um den Dreh oder 11:20 war ich wieder zu Hause. Es war echt ein langer Tag. Und da haben wir dann noch ein Cappuccino getrunken und ich einen heißen Kakao mit Sojamilch und der war richtig lecker. Den haben die richtig gut hingekriegt. Ich habe mir noch versucht zu merken, wie dieses Café hieß. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Würde ich wahrscheinlich eh nicht wiederfinden, davon mal abgesehen. Und vorher auf dem Weg zu dem Café sind wir noch am Kochhaus vorbeigekommen. Und was das Kochhaus ist, der Laden hatte allerdings zu dem Zeitpunkt natürlich schon zu, weil es schon später war, sagt euch jetzt Betty mal eben eine Kleinigkeit und das ist mein großes Video, was ich von dem ganzen Tag gedreht habe. Also Mats ab, wie es so schön früher immer hieß. Nochmal, jetzt erzähl nochmal. Warte, warte, jetzt. Das ist das Kochhaus, hast du gerade gesagt. Genau. Und die, ja, Hunger ist der beste Koch. Die machen immer, gibt's auch kochhaus.de, die machen so ganze Pakete, stellen die zusammen. Das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen. Wie, kann man auch bestellen? Kochst du was, bist du was. Der Mensch isst, was er isst. Komm, mach dich da. Dann schlau jetzt weg. Wow.
Nee, und dann glaube ich, die haben so bestimmte Rezepte und dann stellen die das so zusammen. Das sind auch schöne Geschenke. Mhm. Auch so Präsentkörbe und so weiter. Kenne ich gar nicht. Avocadosalat mit Limettenvinaigrette, roten Johannisbeeren und Hüttenkäse. Aber ich habe hier eine Hamburg-Expertin mit. 4,80. Das geht doch vom Preis. Ich setze euch den Link von diesem Kochhaus auch mal einfach unten in die Infobox. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, mal vorbeizuschauen auf der Internetseite. Vielleicht ist das was für euch. Und was kann ich noch erzählen? Betty hat ein paar Fotos mehr gemacht als ich. Ich muss sagen, ich bin da echt eine Niete gewesen. Und ich tue mich auch unglaublich schwer zu filmen, wenn andere Leute zugucken. Und dadurch, dass ja eben dieses Public Viewing war und auch in den Cafés und sowas, wie gesagt, ich tue mich da echt unglaublich schwer noch, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass dieses Film so mit der Kamera und man redet da an die Kamera unglaublich viele Blicke auf sich zieht. Und ich bin eigentlich eher ein Mensch, der versucht so mit der Masse also zu verschmelzen, nicht mitzuschwimmen, sondern in der Masse zu verschmelzen, auch wenn das nicht so ganz klappt. Aber von daher, und ich habe immer das Gefühl, das zieht so die Aufmerksamkeit auf mich oder auf uns in dem Fall. Und daher überlasse ich das immer gerne irgendwie anderen dann zu filmen. Und obwohl ich ganz gerne fotografiere eigentlich, aber in dem Fall ist das wirklich alles, was ich an Videomaterial habe. Und Foto habe ich auch gar nicht gemacht. Ich habe gar kein Foto. Ich darf aber ein paar von Bettys Fotos einblenden und das mache ich dann auch hiermit gerne. Ja, auf den Fotos seht ihr, dass ich noch ein paar Restlocken drin habe, weil so wie meine Friseurin kriege ich die Haare einfach nicht hin und so sehen sie einfach aus, wenn ich gar nichts damit gemacht habe und ja, einfach nur trocknen lassen, bürsten, fertig ist es. Und zu Betty kann ich jetzt einfach nur sagen, sie ist genau die Person, ja, man bekommt einfach die Betty, die man auch sieht in ihren Videos. Eine ganz liebe, reizende, warmherzige, aber auch offene Person, die wirklich offen auch auf die anderen Leute zugeht. Und das finde ich total klasse und wir haben uns super verstanden und wir wollen uns gerne nochmal treffen und das nächste Mal dann mit einer Planung, ob wir ein Video zusammen drehen. Nee, nicht ob, also dann wird auf jeden Fall ein Video zusammen gedreht, vielleicht ob man einen Tag zusammen dreht oder irgendwie so, dass man sich wirklich in Ruhe irgendwo hinsetzen kann und einfach ein, ja, ich denke, es wird ein Tag werden oder irgendwie sowas. Ja, also ich möchte mich nochmal bedanken für den tollen Tag mit dir, dass du mich so ein bisschen durch Hamburg geführt hast, auch wenn es nur so ganz kleines bisschen war, aber das können wir gerne wiederholen. Also ich möchte gerne noch viel mehr von Hamburg entdecken und dich dabei noch mehr kennenlernen und ja, es war einfach insgesamt ein wirklich schöner, runder Tag. Sonst wäre es, glaube ich, auch nicht so spät geworden, wenn wir uns nicht verstanden hätten. Und ich bin jetzt schon auf Bettys Video gespannt. Das kenne ich natürlich auch noch nicht. Wie gesagt, ich verlinke euch das einmal nochmal hier und nochmal unten in der Infobox. Und bin gespannt, was sie zusammen geschnibbelt hat aus den paar Sachen, die sie da hat. Aber wie gesagt, auf dem einen, da filmt sie uns, glaube ich, wo wir direkt von diesem Chinesen weggehen irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie das mit reinbaut, aber das ist so ziemlich das Einzige, glaube ich, auch was geworden ist. Wobei sie gerne Fotos gemacht hat. Irgendwie habe ich hier ein Haar hängen. Wenn ich so richtig schön bescheuert reingeguckt habe, das ist ja, ich meine, das mache ich ja gerne und oft und gut. Und dann immer schön so von unten, weil sie halt einen Tick größer ist als ich. Und so von unten mich zu fotografieren, ist echt das Grausamste überhaupt. Aber ansonsten war das wirklich einfach ein schöner Tag, den wir gerne wiederholen möchten. Und wie gesagt, das nächste Mal nehmen wir euch dann auch mehr mit, beziehungsweise machen dann ein Tag. Vielleicht kann man sich tatsächlich mal irgendwie an die Elbe setzen oder sowas. Oder du zeigst mir da mal irgendwie eine Ecke, vielleicht wo ihr was zu gucken habt, aber gleichzeitig man auch die Ruhe so ein bisschen zum Filmen hat. Und dass man so ein bisschen Hamburg Follow Us Around macht, gleichzeitig mit einem Tag oder ich weiß nicht, da müssen wir uns einfach nochmal was überlegen. Muss ja auch zeitlich immer hinhauen und ja. Aber auf jeden Fall war es echt
schön, eine schöne Erfahrung. Ich freue mich, Betty kennengelernt zu haben, so in live, in Natura. Und ist genauso hübsch wie in ihren Videos und hat einen tollen Geschmack, was Kleidung angeht. Das habe ich so gesehen, als sie, wir sind natürlich auch durch so ein paar kleine Klamottenläden gestreift. Das sind witzigerweise Läden, in die ich sonst nie reingehe. Das sind einfach, ich weiß gar nicht, wie hieß der eine? Zara und ich weiß jetzt gar nicht. Wompe? Nee, oh, ich weiß die Namen nicht mal mehr. Aber es sind einfach Läden, in denen ich sonst einfach nie bin. Das liegt einfach, glaube ich, auch mit an meiner Figur. Ich kaufe meine Klamotten irgendwie hauptsächlich bei C&A und joa. Aber einmal das, was sie anhatte und was sie sich immer so angeschaut hat, das ja, zeugt einfach von gutem Geschmack. Den muss ich noch lernen. Das seht ihr ja in meinem Oberteil, aber wenigstens ist es bequem. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn ich kaum Videomaterial habe von dem Tag. Aber wie gesagt, das war für uns beide auch das erste Mal, das erste Kennenlernen. Und ja, da muss man sich auch erstmal so ein bisschen beschnuppern einfach. Ich verlinke euch Bettys Video unten. Mal gucken, was sie zusammen geschnibbelt hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!